Beschäftigen wir uns doch mal mit den beiden Wangen, zwischen denen die Klappe des Zylindersekretärs läuft. Das ist jetzt hier auch ein Anblick, den man nicht täglich sieht, sondern das ist schon was Besonderes, weil es eben sich hier so komplett auseinandernehmen lässt. Dann kann man sich auch mal die Konstruktion anschauen. Die Klappe selber läuft ja hier in dieser Nut. Jetzt wäre sie zu und wird dann einfach nach oben gedrückt und so wäre sie dann offen. Die Klappe selber besteht aus einzelnen Brettern, rund gehobelt und einer abschließenden Hirnholzleiste. Die dürften auch hier dann eingenutet sein, die Bretter. Diese Hirnholzleiste ist Eichenholz und ist aus einem Stück gewesen. Also, das sind schon 10 cm starkes Holz oder breites Holz, was dann entsprechend ausgesägt wurde, rund. Man sieht auch deutlich hier die Sägespuren einer Handsäge, Gestellsäge. Und dann wurde hier ein Falz angebracht. Auch der ganz einfach mit Stechbeitel und vorgeritzt, wahrscheinlich mit einem scharfen Messer. Also man sieht hier auch noch sozusagen wirklich, wo abgestochen worden ist, die mit dem Beitel. Man sieht hier sogar noch die genaue Anzeichnen. Kann man auch mit dem Streichmaß gewesen sein, hier genau, von außen. Auch das sieht man noch. Und die Nut selber, die kann man sich auch mal genauer anschauen. Deutlich sind hier die Spuren von einem Messer zu sehen, was hier mehrfach rund vorbeigeführt worden ist. Hier gibt es ein paar Schlenker, die können auch nachträglich dran gekommen sein. Vielleicht ging die Klappe mal schwer auf und zu. Dann hat vielleicht noch ein bisschen was weggenommen hier. Aber sonst ist der Grund auch recht grob nur ausgehoben. Also ganz einfach mit einem Beitel. Die Belastung, also das eigentliche Schleifen der Klappe liegt ja hier auf dieser inneren Wand. Wenn man mal genauer schaut, dann sieht man auch, dass es hier einen Einstichpunkt gab, anscheinend dann eine Unterlegscheibe, dann wahrscheinlich ja so eine Art Streichmaß oder einfach ein verlängertes Stück Holz mit einem scharfen Messer hier drin. Und dann wurde halt einfach dann einen Bogen hier rumgeschlagen um diesen Einstichpunkt mehrfach, um dann eben diesen Kreis herzustellen und auszuheben. In diese Nut hier ist nun, oder es ist sogar eine Gratnut, dieses Innenleben eingelassen mit den vielen Schubladen, mit den kleinen. Das passt eigentlich so da rein. Das habe ich so auch noch nie gesehen, dass man hier sozusagen die Schwalben der Zinkung weiter hat überstehen lassen und sie jetzt hier als Gratfeder angehobelt hat, damit sie hier in die Wange vernünftig sitzt. Die Wange selber besteht, wie man hier sieht, aus Querholz und Längsholz. Diese beiden Hölzer sind miteinander verleimt worden auf der ganzen Fläche, um diese Wange zu stabilisieren natürlich, und natürlich außen dann das dicke Sägefurnier aufgeleimt. Das hat allerdings auch zu großen Schäden geführt, natürlich durch den Schwund in den Wohnungen, wo dieses Teil gestanden hat. Besonders hier bei der linken Wange haben wir also ganz mächtige Risse bekommen. Und vor allen Dingen ist hier zwischen den beiden Brettern
alles aufgerissen. Also das muss ich jetzt neu verleimen. Die spielt ja eine wichtige Funktion bei dem Teil, bei dem Sekretär, wie die Klappe vernünftig auf und zu geht. Mit Hilfe vieler Schraubzwingen bindet hier der neu eingefügte Leim zwischen den beiden Brettern der Wange neu ab. Diese Fugen hier müssen wir jetzt natürlich schließen, denn sie stellen ja Schwachstellen dar, weil ja immer wieder auch Luftfeuchtigkeit, verschiedene Temperaturen hier auf das Möbelteil wirken werden und dass es hier in dem Bereich dann schnell wieder zu Spannungen kommt und weiteren Lösungen vielleicht der Verleimung. Deswegen sollen hier Späne fest einleimen. Die kann man sich natürlich ganz einfach herstellen an der Kreissäge, entsprechend dünn vorsägen und dann natürlich mit einem Bandschleifer kann man die sehr schön konisch sich zuschleifen, dass die so hier wirklich ziemlich genau reinpassen. Wenn man hier so eine wellige Fuge hat, da kann man natürlich dann auch die Teile unterbrechen und dann mehrere Späne einlegen hier. Also das sind so hier jetzt 1,5 mm, da kann man das Holz auch schon relativ gut kurvig biegen hier. Das geht also ganz gut. Auch wenn jetzt das Möbelteil viele Wochen bei 40-50% Luftfeuchte hier gestanden in der Werkstatt, wird es wahrscheinlich keinen weiteren Schwund geben, aber natürlich arbeiten tut das Holz immer noch. Jetzt muss nur noch die Wange hier im vorderen Bereich verändert werden, denn hier haben wir dadurch, dass das Blindholz einmal längs und einmal quer hier drunter zusammengeleimt ist, haben wir Schwund gehabt beim Querholz und das Längsholz ist nicht geschwunden und deswegen steht das jetzt hier etwas über. Die andere Wange hat das gut mitgemacht. Da ist gar nichts zu sehen. Es hängt also manchmal tatsächlich auch davon ab, welches Holz ist gerade hier verwendet worden. Warum schafft es das jetzt hier nicht, diesen Schwund zu verarbeiten? Das liegt manchmal auch an Nüssen, die hier drin sind. Oder ist einfach nicht dehnbar genug. Also ideal ist natürlich immer, wenn Blindholz zum Beispiel aus Pappel besteht. Weil Pappel einfach gut stehen bleibt als Holz und auch sehr rissfest ist eigentlich. Aber das haben wir hier nicht, also muss ich jetzt einfach, um hier wieder eine Ebene hinzukriegen, das Furnier hier abnehmen, etwas Blindholz abnehmen und dann kann ich das Furnier wieder drauf machen, dann ist das hier wieder in Ordnung. Nachdem man die Oberfläche abgenommen hat mit Spiritus oder Ethanol, das ist der Schellack drauf, kann man dann hier mit so einem nassen Lappen und einem Bügeleisen den Dampf dann sozusagen das Furnier lösen. Das kann so bei so einem dicken Sägefurnier jetzt schon mal 10 Minuten, eine Viertelstunde dauern. Aber lösen wird es sich auf jeden Fall dann. Jetzt noch einen Haufen Knochenleim. Jetzt kommt es langsam. So, jetzt kann ich das schön abnehmen, das Blindholz, und klebe dann nachher das Stück wieder drauf. Bei so einem abgenommenen Furnierstück kann man dann aber auch mal sehr schön sehen, dass hier wirklich sich um handgesägte Furniere handelt. Hier relativ schwach zu erkennen, aber ganz unregelmäßige Sägespuren hier runter. Dann nochmal die Querriefen rühren von einem Zahnhobel her, womit das Furnier dann nochmal etwas egalisiert wurde. Im Gegensatz dazu sieht man ja hier Sägefurniere heutige, die ganz klar die Maschinenspuren parallel zueinander, die Linien auch hier oben, etwas breiter auseinander, aber ganz klar deutlich zu sehen.
hier jetzt die fertige Wangenfront, also das von hier ist wieder aufgeleimt und auch das fehlende mittlere Stück ist ersetzt worden und dann natürlich schon gefärbt, muss jetzt dann nur noch poliert werden. Bei der Restaurierung gibt es natürlich immer Unvorhergesehenes. Nun hatte ich ja eigentlich gedacht, dass hier diese Zylinderklappe gut läuft, wenn die Wange hier wieder verleimt ist. Aber ich habe gesehen, dass hier, dass die doch noch sehr viel Spiel hat. Und so habe ich hier an der Seite schon mal was angeleimt, weil sonst die Klappe hier tatsächlich noch nicht in einer Seite nicht mal mehr in der Nut läuft. Ich muss sie also etwas verbreitern, damit das nicht passiert und sie vernünftig auf und zu geht. An beiden Seiten werde ich also leicht 4 mm anleimen. Auf der Seite habe ich das schon gemacht. Das sind zwei Eichensegmente hier, die ich aufgeleimt habe. Das ist gar nicht mal so schlecht im Nachhinein, denn dann liegt die Belastung eher auf dieser Eichenleiste und nicht mehr so sehr hier am Furnier. Denn da sind ja auch schon ganz schöne Schäden hier vom Auf- und Zumachen entstanden. Ja, hier bearbeite ich jetzt gerade diese Eichenanleimung, damit sie schön passt und auch ihren Zweck erfüllt. So, inzwischen habe ich an beiden Seiten hier 4-5 mm angeleimt und versuche jetzt mal die Klappe hier einzuführen von hinten in diese Nut. Muss ich natürlich einpassen. Jetzt schon sehr schwer. Ich muss mal von vorne an. Wenn wir das Teil hier abnehmen. So. Sieht man wenigstens auch mal, wo das jetzt klemmt. Hier hinten hier in dem Bereich. Also entweder muss ich noch ein bisschen was abnehmen von der Klappe oder die Nut hier ein bisschen noch hier ein bisschen verbreitern. So, jetzt ist die Klappe gängig, jetzt kann ich jetzt wieder zusammenleimen. Das war leider ein bisschen zu früh gefreut, nämlich nach dem Aufsetzen des Kopfteils und Anbringen der Schraubzwinge ging es dann doch nicht, alles klemmte. Also jetzt sind wir 2 Stunden weiter. Jetzt geht es einigermaßen, aber immer noch nicht ganz gängig. Also Klappen anbringen, Türen einsetzen, das hört immer zu oft zu den aufwendigsten Sachen, dass das wieder vernünftig alles geht. Da kommt man auch schon an seine Grenze, denn das ist dann doch ein bisschen nervig manchmal, wenn es immer wieder eingepasst werden muss. Ich habe durch die Klappe jetzt hier mittlerweile 30, 40 Mal hier reingebaut, immer wieder hier was abgenommen, da was abgenommen. Man will ja auch nicht zu viel abnehmen, dass es dann funktioniert.